Hallo! Na, Lust auf einen neuen Studijob? Am Fraunhofer IZM suchen wir ab sofort eine studentische Hilfskraft für die Öffentlichkeitsarbeit mit dem Schwerpunkt Texten. Und heute zeige ich euch mal, wie die Tasks der Stelle aussehen. Am Anfang steht die Themenplanung an. Das machen wir natürlich gemeinsam im Team. Eine kleine Recherche hilft dann auf jeden Fall immer, um sich in die verschiedenen Forschungsthemen reinzudenken. Step 2 ist dann aber das Interview mit den ForscherInnen. Ich bin kurz durch die Labore geirrt, dann habe ich aber doch noch den richtigen gefunden. Heute ging es nämlich zu Mike. Der kennt sich extrem gut mit elektronischer Hardware aus und hat mir erklärt, woran er gerade forscht und für welche Zukunftsanwendung das gut ist. So, alles gecheckt? Dann schnell zurück ins Büro zum Texten. Man braucht auf jeden Fall keine Angst haben vor den technischen Themen. Mit Lust aufs Schreiben kommt man echt schnell rein und sobald der erste Entwurf steht, wird er auch noch von den anderen Textpros hier gegengecheckt. So, zurück zum Text. Der wird dann noch von den Fachkolleginnen freigegeben und übersetzt. Zwischendurch ist man dann also eher Creative Marketing Girly, also Social Media Kampagnen erstellen, den Hund im Institut besuchen, unseren Instagram-Account planen und umsetzen und Bildmaterial für die kommenden Projekte erstellen. Der finale Text muss dann noch auf verschiedenen Plattformen eingestellt werden, damit er eine möglichst große Reichweite erhält. Und raus kann er! Ja, und sonst so? Du kannst deine eigenen Formate entwickeln, sich bei Events kreativ austoben und vor allem Teil eines richtig tollen Teams sein. Also bewirb dich gerne jetzt auf unserer Website.